Ja, hallo. Toll, dass ihr wieder bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com beischaut. Heute geht es einmal um das Problem, was kann ich denn eigentlich tun, wenn das WLAN-Netzwerk, mit dem ich mich verbinden möchte, nicht sichtbar ist? Obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass es vorhanden sein muss. Du setzt dich also an deinen Computer, möchtest dich mit deinem WLAN verbinden, gehst dann wie üblich hier unten auf das WLAN-Netzwerksymbol und siehst da schon, dass keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk hergestellt wurde. Wenn du dann auf das Symbol klickst, werden dir WLAN-Netzwerke angezeigt, die dein WLAN-Adapter in der Nähe so sieht. Doch was tust du jetzt, wenn jetzt hier dein WLAN-Netzwerk nicht aufgeführt wird? Dieses Problem tritt häufiger auf, als du vielleicht sogar denkst, weil einfach auch ganz viele Leute sich natürlich nicht einen nagelneuen Router kaufen, sondern in der Regel oft auch bei eBay oder anderen Plattformen nach gebrauchten Geräten Ausschau halten. Und diese Geräte haben eventuell schon einige Konfigurationen integriert, die dazu führen können, dass du das WLAN-Netzwerk nicht siehst. Zuallererst solltest du mal an den Router schauen, ob dieser überhaupt richtig funktioniert, also angeschalten ist. Und in der Regel haben die Router Leuchtdioden dran, die anzeigen, ob die WLAN-Funktion aktiv ist, also das WLAN-Netzwerk ausgestrahlt wird. Ha, du wirst vielleicht sagen, ja, bei mir ist das Ding doch immer an. Klar, muss das auch an sein. Aber wie gesagt, bei einem gebrauchten Router kann es durchaus sein, dass dort die WLAN-Funktion teilweise deaktiviert ist, entweder über einen Zeitplan, der festlegt, dass das WLAN-Netzwerk nur eine bestimmte Zeit ausgestrahlt werden soll. Oder es ist beispielsweise ein Stromsparmodus aktiv, der dazu führt, dass kein WLAN-Netzwerk aktiviert wurde. Solche Einstellungen kannst du dann nur über das Router-Menü kontrollieren, müsstest dich also in das Router-Menü einwählen und dort mal nachschauen, ob beispielsweise der Stromsparmodus aktiv ist oder das WLAN-Netzwerk nach einem bestimmten Zeitplan aktiviert wird. Das machen wir gleich mal, deshalb verbinde ich mich jetzt mit meinem WLAN-Netzwerk und rufe mal das Konfigurationsmenü meines Routers auf. Passwort eingeben. Solche Einstellungen wie einen Zeitplan für das WLAN-Netzwerk findest du in der Regel unter der Rubrik WLAN. Und dann haben wir hier auch schon einen WLAN-Zeitplan. Dieser ist bei mir nicht aktiv, aber hier könntest du jetzt definieren, wann denn dein WLAN-Netzwerk überhaupt aktiv sein soll. Eine weitere Ursache für ein nicht auffindbares WLAN-Netzwerk ist beispielsweise, dass die SSID, also der Netzwerkname des WLAN-Netzwerkes, das du hier unter den WLAN-Netzwerken siehst, ja, also hier Thomas Netz, Thomas Netz 5, das sind alles WLAN-Netzwerknamen, die auch intern als SSID bezeichnet werden. Wird jetzt die Ausstrahlung dieses Namens, also die Ausstrahlung des Netzwerknamens, deaktiviert, dann siehst du dein Netzwerk auch nicht in dieser Liste der WLAN-Netzwerke. Und dies ist sehr häufig bei gebrauchten Routern der Fall, wo der Vorbesitzer aus Sicherheitsgründen die Ausstrahlung des Netzwerknamens deaktiviert hat. Also solltest du mal überprüfen, ob diese Einstellung bei dir auch aktiv ist. Diese Einstellung findest du ebenfalls dann hier unter WLAN und WLAN-Einstellungen. Die Option zur Verbergung des Netzwerknamens ist in der Regel nicht immer gleich zu finden, da sie oft eine kleine Optionsbox ist, die du anhaken kannst oder auch nicht. Ja, schau also mal in deinen WLAN-Einstellungen nach, ob die SSID verborgen wird oder nicht, also der Netzwerkname ausgestrahlt wird oder nicht. Möchtest du beispielsweise diese Einstellung beibehalten, also möchtest du gern, dass der Netzwerkname nicht angezeigt wird, dann bleibt da jedoch nichts weiter übrig, als dich manuell mit diesem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Dazu musst du dann den Netzwerknamen kennen und das dazugehörige Kennwort. Wie verbindest du dich also manuell mit einem WLAN-Netzwerk? Das ist auch gar nicht so kompliziert. Das geht ganz fix über das Netzwerk- und Freigabecenter. Am schnellsten erreichst du das über die Systemsteuerung und dann das Netzwerk- und Freigabecenter. Hier hast du die Möglichkeit, eine neue Verbindung oder ein neues Netzwerk einzurichten. Da klickst du einfach mal drauf und wählst hier die Option Manuell mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden.
Dann klickst du auf Weiter und gibst hier die entsprechenden notwendigen Daten ein, also Netzwerknamen, die Verschlüsselungsart und natürlich dann das Kennwort. Eine dritte Möglichkeit, warum du keinen Zugriff auf ein WLAN-Netzwerk bekommst, kann auch sein, dass dein WLAN-Netzwerkadapter, also deine WLAN-Netzwerkkarte, die in deinem Computer bzw. in deinem Laptop, Tablet, Handy, wo auch immer eingebaut ist, nicht den eingestellten Frequenzbereich des WLAN-Netzwerkes unterstützt. WLAN-Netzwerke werden nämlich auf zwei unterschiedlichen Frequenzbändern ausgestrahlt. Das ist einmal das 2,4 GHz Band und das 5 GHz Band. Mein Router hier ist ein Router, der beide Frequenzen unterstützt. Deshalb siehst du hier oben 2,4 und 5 GHz Anzeigen. Je nachdem, was ich hier anklicke, kann ich das entsprechende Netzwerk konfigurieren. 2,4 GHz WLAN-Netzwerke werden praktisch von so gut wie allen Routern unterstützt. Und das ist auch der Grund dafür, warum die 2,4 WLAN-Netzwerke extrem überlastet sind, weil es eben sehr viel davon geben kann. Gerade in Wohnhäusern mit vielen Wohnungen kann es schon sein, dass hier mal ganz schnell 50, 60, 80, 100 WLAN-Netzwerke vorhanden sind. Und all die WLAN-Netzwerke, die sich dann überschneiden, müssen sich dann natürlich den Bereich teilen. Und deshalb gibt es heute auch schon viele Router, die den 5 GHz Bereich unterstützen. Aber leider gibt es eben noch nicht so viele Netzwerkadapter bzw. schon eingebaute Netzwerkadapter in den Geräten, die den 2,4 und 5 GHz Bereich unterstützen können. Und wenn du jetzt ein Computer, Laptop oder was auch immer hast, das nur den 2,4 GHz Bereich unterstützt und auf deinem Router ist das 5 GHz Netzwerk eingerichtet, dann kann natürlich dein Gerät dieses 5 GHz Netzwerk nicht sehen und entsprechend auch nicht darauf zugreifen. Wenn deine Geräte den 5 GHz Bereich unterstützen, dann solltest du auf alle Fälle deine wichtigsten Geräte, die diesen Bereich unterstützen, im 5 GHz Bereich laufen lassen, da hier die Konkurrenz noch nicht sehr groß ist und die 5 GHz Netzwerke deshalb noch nicht so überlastet sind. Aber leider gibt es eine Menge WLAN-Geräte, gerade so im Multimedia-Bereich, Fernseher, Radios und so weiter und so fort, die nur den 2,4 GHz Bereich unterstützen. Und deshalb ist es auch notwendig, dass du, wenn du einen Router im 2,4 und 5 GHz Bereich nutzen kannst, auch diese beiden WLAN-Frequenzen aktivierst. Also zwei WLAN-Netzwerke aufbaust, eins im 2,4 GHz Bereich und eins im 5 GHz Bereich. Damit hast du dann alle Bereiche abgedeckt und jedes WLAN-fähige Gerät kann in deinem WLAN-Netzwerk aufgenommen werden. Dann gibt es noch eine weitere Fehlerquelle, und zwar, dass der Kanal, auf dem das WLAN-Netzwerk sendet, falsch eingestellt ist. Die Kanaleinstellung findest du auch gleich hier unter der Haupteinstellung deiner WLAN-Einstellungen, und zwar hier im Bereich Kanal. In den meisten Fällen sollte die automatische Auswahl des Kanals okay sein, da die heutigen Router dies eigentlich ganz gut managen können. Sollte es dennoch Probleme geben, gerade bei gebrauchten Routern oder Routern aus dem Ausland, dann solltest du auf alle Fälle einmal die Kanaleinstellung überprüfen. Wenn du ein WLAN-Netzwerk im 2,4 GHz Bereich hast, dann gibt es maximal 14 Kanäle, in denen dein WLAN-Netzwerk arbeiten kann. Und von diesen 14 Kanälen sind jedoch nicht alle hier in Europa zulässig. Wir schauen uns das mal an. Wenn wir hier auf den Kanal klicken, dann sehen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 bis 13. Der 14. Kanal wird zum Beispiel auf dem Router gar nicht mehr angezeigt, weil dies nämlich ein Kanal ist, der in der Regel nur in Japan genutzt werden darf. Router, die in Deutschland bzw. Europa verkauft werden, haben in der Regel diesen Kanal 14 gar nicht mehr mit integriert. Jetzt könnte es zum Beispiel auch sein, dass du einen Router aus Amerika hast. Dort ist es dann so, dass in der Regel die Kanäle 12, 13 eingestellt sind und diese beiden Kanäle aber in Europa nicht funktionieren, da die Kanäle 12, 13 hauptsächlich in Amerika verwendet werden. Wenn du also in Europa, hier in Deutschland oder Österreich, Schweiz einen WLAN-Router nutzt und den Kanal manuell einstellen möchtest, dann solltest du hier den Kanal von 1 bis 11 wählen. Und dann daran denken, dass du das auf deinem Computer ebenfalls in den Einstellungen des WLAN-Netzwerkadapters anpasst. Also dort dann auch den gleichen Kanal nehmen
wie du hier auf dem Router gewählt hast. Aber probiere erstmal die automatische Auswahl, denn diese sollte in der Regel eigentlich ganz gut klappen. Wenn du schon ein 5 GHz WLAN-Netzwerk nutzt, dann ist die Einstellung so ähnlich, nur dass die Kanalbereiche hier etwas anders sind. Hier hast du Kanalbereiche von 36 bis 48. Das sind die Kanäle, die in den letzten Jahren für das 5 GHz Netzwerk genutzt wurden. Wenn du jetzt einen älteren Router von irgendjemand hast und den nutzt, dann kann es sein, dass der nur die Kanäle 36 bis 48 unterstützt im 5 GHz Bereich. Denn nur neuere Geräte, die auch den WLAN AC Standard unterstützen, haben dann die Kanäle hier von 52 bis 128. Und das ist immer ein klein wenig das Problem bei den Kanälen, wenn man die manuell eingestellt werden. Wenn du jetzt ein anderes Gerät in dein WLAN-Netzwerk einbinden möchtest und du hast jetzt hier beispielsweise einen relativ neuen Router wie meinen und hast hier einen der Kanäle eingestellt von 52 bis 128, dann kann es sein, dass das Gerät, was ich in dein WLAN-Netzwerk einwählen möchte, gar nicht diese Kanäle unterstützt, sondern nur die Kanäle vom Bereich 36 bis 48. Und da musst du dann erstmal drauf kommen, dass hier die Fehlerquelle liegen könnte. Also, wenn möglich, automatisch einstellen, damit sich auch andere, die dich zu Hause besuchen, problemlos in dein WLAN-Netzwerk einwählen können. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Also, in der Regel gibt es 4 große Fehlerquellen, wenn du dein WLAN-Netzwerk nicht siehst, beziehungsweise dieses nicht erreichbar ist. Entweder ist irgendwas an den Routerfunktionen eingestellt, das die Ausstrahlung des WLANs verhindert, oder der Netzwerkname ist versteckt, oder es gibt Probleme mit den Frequenzbereichen, also dass der Router und die Netzwerkadapter nicht die gleichen Frequenzbereiche unterstützen, beziehungsweise es gibt Probleme mit der Einstellung von den Kanälen. Teste einfach mal diese Dinge durch. Mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du hier dann auch die Lösung für dein Problem finden. In diesem Sinne dann erst einmal Dankeschön für dein Interesse, dass du wieder bei uns vorbeigeschaut hast. Bitte hinterlasse einen Kommentar, like, wenn dir das Video gefallen hat und vergiss nicht, unseren Subscribe-Button zu klicken. So kannst du unseren Kanal abonnieren und wirst in Zukunft kein Video von uns verpassen können. Also dann noch einen schönen Tag. Bis demnächst, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.